Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich befinde mich ja immer noch in Berau in Furnis. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich zeige euch so ein bisschen jetzt die Gegend, wie es hier aussieht, was hier so läuft. Wir hatten heute den ersten Tag auf der Anlage. Man muss sagen, sieht nicht wirklich wie eine Industrieanlage aus oder auch der ganze Gesamteindruck ist nicht wie eine Industrieanlage. Es hat eher den Anschein von einem Naherholungsgebiet, anstatt dass dort Leute wirklich oder dass da was produziert wird. Wir sind auf dem Weg dahin, kamen uns heute früh erstmal ist Bambi entgegengesprungen, leichtfüßig. Dann ist mitten auf der Straße ein Fasan gelaufen. Hühner, an der Seite waren Schafe, haben gegrast. Also man hat eher gedacht, man fährt in dem Zoo, anstatt dass man gerade auf eine Industrieanlage fährt. In der Industrieanlage dann selber ist hinter den Büros wie kleine Parks. Und in den kleinen Parks sind dann hoppelt der Hase rum. Eine Entenfamilie war da, die gerade mit ihren Kleinen gegessen hat und ein bisschen rumgewatschelt ist. Also, wie gesagt, es hat eher was von dem Kleinzoo und von dem Naherholungsgebiet, auch ist überhaupt nicht laut auf der Anlage. Ist einwandfrei hier zu arbeiten. Ich bin jetzt in Berau in der Innenstadt unterwegs. Ist wirklich so eine typische Straße, wie man das aus den Filmen ja kennt. Ich laufe mal noch ein Stück und hoffe, ich kann euch noch mehr zeigen. Mir kommt das so vor, alles ziemlich grau. Also die Engländer so ein bisschen Farbe oder irgendwie mal ein bisschen bunt ihr Leben gestalten. Nee, ist hier nicht. Alles ziemlich grau. Wenn ich mich richtig informiert habe, ist das das Rathaus. Und hier dürfte es weiter zum Kanal gehen. Mal schauen, ob ich ihn finde. Ja, wie ihr gesehen habt, sind immer mal wieder solche Hinweise auf der Straße, dass man erst nach links schauen muss. Da man das ja von Europa gar nicht sonst so gewöhnt ist. Den Kanal habe ich jetzt auch gefunden. Hinten ist noch eine riesengroße Werft. Und man muss wirklich sagen, die Engländer haben lauten Asphalt. Wie leise da im Gegensatz der Asphalt in Deutschland ist. Keine Ahnung, wirklich richtig großporig hier der Asphalt und mega laut. Das ist die Einkaufsstraße von Berau. Wie man sieht, ist das aber auch nicht anders wie in Deutschland größtenteils. Wir haben es jetzt kurz nach 18 Uhr und die Gehsteige sind nach oben geklappt. Nichts mehr los hier. Also die Engländer scheinen ein anderes Kältebewusstsein zu haben wie wir. Wir haben ungefähr 12 Grad. In Deutschland, denke ich, wäre das unvorstellbar, dass bei 12 Grad eine Frau nur so leicht bekleidet durch die Innenstadt läuft. Selbst mir ist es noch etwas zu kalt. Also, wir haben wirklich kein Kälteempfinden. Hier hinten schon wieder den nächsten kurzärmlich. Einwandfrei. Ich stehe jetzt hier an der Furness Abbey. Das ist eine alte Kirche, wo aber nur noch die Ruinen sind. Es sind halt nur noch die Überreste zu sehen der Abtei, die von Stephen, dem späteren König, gegründet wurde von England. Das Problem ist, dass der Boden hier zu weich ist und dadurch die Abtei immer mehr absinkt. Man versucht es zwar, wie man da sieht, das Ganze zu verhindern. Aber eben halt nach 500 Jahren sieht man, was die Zeit daraus gemacht hat. Man kann sich das Ganze auch vom Nahen anschauen. Der Eintritt kostet 6 Pfund. Mir war das jetzt zu teuer, da man auch außerhalb des Areals recht viel sieht. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorausgefahren aus Barrow. Dieses Barrow Furness liegt ja auf einer Halbinsel. Vor dieser Halbinsel, wo Barrow Furness liegt, ist eine kleine Insel gelegen, auf der eine Burgruine ist.
Diese nennt sich Peel Castle. Burg wurde von John Cockerham erbaut. Der wiederum war der Abt der Abtei von der Furness Abbey, die wir gerade eben schon gesehen haben, im 14. Jahrhundert und sollte den Handel hier im Hafen überwachen und außerdem noch als Schutz vor schottischen Überfällen dienen. Das Peel Castle kann man natürlich auch besichtigen. Die Überfahrt mit dem Boot kostet 5 Pfund. Was ganz cool ist in England, man braucht jetzt fürs Navigationssystem nicht extra immer die Straßen und die Anschrift und alles. Man bekommt oftmals einfach nur wie einen Postcode, den gibt man ins Navi ein. Man wird dann direkt zu seinem Ort geleitet, ohne jetzt die Straße oder die Hausnummer haben zu können. Einfach nur der Postcode reicht aus und man wird dahin genavigiert. Ich befinde mich jetzt im Park von Barrow. Hinter mir seht ihr die Statue für die gefallenen Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges, speziell für die, die hier aus Barrow kamen. Das war Barrow in Furness in England. Ich sag mal, es gibt schönere Orte, die man sich mal anschauen sollte. Bis auf die Natur gibt es jetzt hier nicht so viel zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wo es mich noch so hin verschlägt dieses Jahr, abonniert meinen Kanal und lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Bis bald und macht's gut.